Ja. So, und das hatten wir gerade. Da war sogar der Chat dabei. So, Brand legt Alkoholschmuggel frei. Von Daniel Josephson. Entschuldigung, bitte. Fayette County. Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland oder wegen einer Arschland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Orchin einen Brand bekämpften. Wie nennt man das? Old Orchin? Old Orchin? Ja, oder? Old Orchin. Old Orchin. Old Orchin. Klingt, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser. Ja. Den Beamten zufolge beinhaltete die Brennerei einen Propanofen und einen 4 Gallonen fassenden rostfreien Stahltopf, der zur Aufbewahrung der Whisky-Maische verwendet wurde. Aufgrund der Größe der Brauerei glaubte Bayfields County Sheriff Hank Scheffel, es könnte sich dabei um einen Teil eines Alkoholschmuggler-Vorhabens handeln. Obwohl er zugab, dass es im County noch weitere Brennereien geben könnte. Da war noch eine zweite Seite. Ja, quiz. Sorry. NASA startete ATS-6-Satelliten. Das ist so klassisch, so passende Artikel zusammen. Von der Association Press. Cape Canaveral, Florida, NASA startet heute in Florida den weltweit ersten sogenannten Bildungssatelliten und verleiht den Vereinigten Staaten dadurch einen mächtigen Vorsprung in der Telekommunikationstechnik. Der Application Technology Satellite 6 überträgt direkt Bildungsprogramme in mehrere Länder wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Australien. Die NASA glaubt, der Satellit würde mindestens die nächsten 5 Jahre in ständigem Kontakt mit der Erde bleiben. Cool. Klar. Okay. So, dann haben wir also hier quasi Maisha Mike gestört. Hör doch auf damit, Mensch. Ich muss die ganze Zeit an den einen Film denken. Oh, wo der Typ immer sagt so, Maische. Die Maische. Komm, ich mach dir einen Wickel so fertig, Maische. Genau, mach mal Maische-Wickel fertig. Oh Mann, Alter, das ist ein Balkon, ey. Oh, ist ja der Hammer. Ihr könntet gerne meinen Kaffee früh morgens trinken und sagen, Bürger Roms, Karthago muss fallen. Der liegt wieder drin. Ja, schon immer einen Größenwahn gelitten. So, okay. Es ist jetzt aber eigentlich in jedem Haus so, dass wir irgendwie das Haus erst zusammensetzen müssen mit diesen Durchgängen? Oh, das wäre das wär krass. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt bloß hier, weil wir hier das Ritual gefunden haben und das ja hier mit diesem Zauberer so war. Okay. So würde ich das mal interpretieren. Also wenn, werdet ja... Ansonsten hätten wir da hinten noch das nächste Haus gleich. Ja, das wär dann schnell langweilig tatsächlich. Ja, das stimmt. Wenn das halt immer das gleiche Prinzip wäre. So, jetzt, warte mal, hier ist noch ein Haus? Nee, ist kein Haus, ist irgendwie anscheinend. Das sieht aus wie, was? Ich hätte gesagt, so eine Ölpumpe. Naja, das ist ja wahrscheinlich ein Staudamm, ne? Irgendwie, das ist nicht einfach bloß eine Brücke, sondern das ist ja tatsächlich ein Staudamm. Wahrscheinlich ist das dafür irgendein Fahrstuhl. Achso, okay, einfach Fahrstuhl. Ja. Können wir den benutzen? Ja, das ist, Würde ich jetzt mal nicht probieren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einfach runterklatschen kann. Gibt's keinen Schalter? Oder? Doch, gibt's immer. Aber ja, aber wir. There are no buttons and there. Oh, auch ein schönes Anwesen da unten. Toll. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt runterstürzen sollte, oder? Nee. Ich glaube, wir gucken einfach mal, wo der Weg. Genau. Adventure Map. Ja, komm. Also jeder würde versuchen, hier hochzulaufen. Als Kind. Also ich würde es. Okay, ich wollte gerade sagen, so als Kind, gut, dass du es noch gesagt hast, ich würde es heutzutage nicht mehr machen. Als Erwachsener würde ich auch machen. Okay. Kids don't try this outside oder at home oder irgendwo. Oh, schön. Jetzt Erwachsener. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir hier oben reinkommen. Wie lustige Spukerschemme. Oh, ich sehe schon, ja, sieht gut aus. Zumindest wie weil hier führt der Weg dahin. Und hier ist ja wahrscheinlich... Nüchte. Ne, hier kommen wir bestimmt nicht rein. Mann, das sieht aber auch wirklich gut aus, das Spiel. Mhm. So, warte mal, guck mal ganz kurz mir hier unten nochmal den Verschlag an, aber das wird ohne sein, denke ich mal, aber ich will nur sicher gehen. Ne, ich gehe mal davon aus, dass wir sowieso nach dem anderen Haus dem Weg hier weiter folgen müssen. Kann sein. Das sieht sehr danach aus. War es der junge Schweißschwapp-Drüßling, den ich gerade hörte?
Ja, ich habe es gerade nochmal, ja, doch, der hört sich genauso an. Hört man ganz deutlich, ganz, bin ich mir sehr sicher. Paarungsruf, was? So, okay, so, schon mal jetzt schon mal irgendwie die Form des Hauses einprägen. Rechteckig, praktisch, quadratisch. Gut. Hallo! Warte mal, ist das das Haus, was wir gerade zusammengestellt? Warte. Ah, das ist die Family, guck mal. Der Tag, an dem das Foto gemacht wurde. Onkel Chad war gemein, Papa war traurig, Mama war wütend, Travis war laut, Opa war ruhig. Aha. Okay. Ach, okay, der Chad ist quasi ganz rechts. Was? Ach so. Also, wieso, was ist denn mit dem Chat? Onkel Chad. Onkel Chad. Ja, achso, genau, ja. Und Papa daneben, die Mama in der Mitte, dann haben wir Travis, unseren Bruder, keine Ahnung was, ja, den Opa entbeinten und... Genau. Mutti, ne? Mom. Travis was loud. So, wahrscheinlich ist das auch noch wichtig für das Haus jetzt hier. Würde ich fast sagen. Weil jetzt kommt auch hier die Küche. Ja, genau. Siehst du? Ich wusste. Das ist genau das Haus, was wir zusammengesetzt haben. Was? He was poking around in the old Vandegrift house again. Said he found some secret room. Yeah, really? Okay, I will go talk to him. Okay. Ja, das klingt wie die Aussprache eines Vaters, der nicht mit ihm sprechen wird. Ja, okay, ich werde mit ihm reden. Ja, aber du hast recht, Benny, du hast recht. Ja, hätten wir uns natürlich wahrscheinlich einfacher machen können, indem wir uns erstmal das Haus hier anschauen. Was hast du erweckt? Found a room, I walked into it, that's it. Ohne keine Frage, Alter. Was hast du erweckt? You can feel it, right? Something, something coming from the Vandegrift house. I can feel it. Ethan disturbed the sleeper. He must be punished. Wer jetzt? Ethan oder der Schläfer? Ethan. Ey, mach doch nicht sowas. Wisst ihr, wen die hier erweckt haben? Blunis! Die haben hier Blunis erweckt! Nein. Doch! Ich hab's fast verdrängt! Dieser wunderbare Song. Oh, dieser Blue Knee Song, ey. Nee. They're getting worse. They keep talking about this thing, this sleeper. I know. What I don't know is if it's real or not. Ja, also scheinbar ist hier wirklich irgendeine Entität geweckt worden. Oder irgendetwas, die komplett von der Familie Besitz ergriffen hat. Gerne mal erstmal. Travis, leave the boy alone. I see how you've been looking at him. You don't even know, do you? You have no idea what's going on. Okay. Oder ist tatsächlich Ethan Carter quasi der Besessene irgendwie und alle wollen ihn quasi töten, weil er der Besessene ist? Ach, meinst du, dass er der Schläfer ist? Ja, also, ne, das... Also jetzt nicht, dass jetzt die Familie irgendwie die Guten sind irgendwie, aber dass halt einfach merken, okay, das ist jetzt nicht mehr Ethan, sondern... Rispulator der Dritte, ich habe keine Ahnung. You have to help us. It's the only way. It wants Ethan. You're crazy. You've all gone crazy. Ja. Ja, aber, weiß nicht. Ja, man kann es noch nicht so richtig einordnen, irgendwie, was nur links oder rechts ist hier. Der Chat hat reagiert übrigens gerade auf dein Blue Knees Zitat mit No! Also Mutti und Dave finden die Idee nicht so gut. Ja, das tue ich auch nicht. Übrigens, ihr Lieben, wer nicht weiß, was gerade meint ist, plopp! Checkt das Video mal nach dem Video. It's not my fault.
I didn't mean for any of this to happen! Ethan's family blamed him. Whatever it was he'd accidentally let loose, his family was convinced that hurting him would solve their problems, would soothe their disturbed minds. Whatever haunted the Carters was still here somewhere, in the wind. Okay. Das hört sich nicht gut an. Nee. So, können wir, haben wir jetzt quasi das Haus durch? Können wir es verlassen? Ich glaube, wir haben das jetzt durch und müssen jetzt gucken, was eventuell die Family mit Ethan gemacht hat. So würde ich es jetzt verstehen. Weil sie alle irgendwie ihn umbringen wollten. Bis auf ja. Opa, glaube ich. Ja, Opa zum Schluss ja auch, ne? Ja, okay. Also Opa halt als letzter, weil er halt eben einer der, weil er halt alt ist und sein Hass nicht mehr so effektiv ist. Also irgendwas wurde quasi, wurde der Hass dieser Familie geschürt durch etwas oder irgendetwas. So. Benni, könnt ihr jetzt quasi unten langlaufen oder könnt ihr da hochlaufen? Ja, jetzt ist die Frage, was. Ja, also. Ich geh erstmal unten lang. Ich geh unten lang. Okay. Bin ich schon so. Ich weiß, also ich wäre wahrscheinlich an deiner Stelle oben lang gelaufen. Also ich persönlich jetzt nur. Soll ich unten lang laufen? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich wäre also wahrscheinlich. Ich wäre oben lang gelaufen, ganz klar. Ich wäre. Ich oben lang. Endlich oben lang. Ja. Gut, gehen wir oben lang. Ist halt nur die Frage, was. Ja, gut, wenn wir jetzt ja gleich sehen, was erwartet uns da oben? Oh Mann, ich würde hier so gerne leben wollen. Naja, sagen wir, ich würde hier einen Urlaub machen wollen. Sagen wir mal so. Naja, Urlaub könnte ich mir gut vorstellen. So seine Ruhe haben, schön am Fluss, in den Wäldern. Ist schon schön. Oh Gott, wie weit geht es noch? Und denn hier irgendwo? Ja, warte mal, ist das da vorne? Ja, ja. Ist das da rotet? Geh mal da hin. People come here for many reasons. They want to ask me questions about the future. Was? But I can see the future. So it is the past that interests me. If you want to find my house, you must answer the questions I ask of you. Okay. Does death bring peace or suffering? Und wie kann ich diese die Frage jetzt beantworten? Weiß ich nicht. Also ich weiß ja nicht wie. Would you prefer anonymity over notoriety? Weiß ich nicht, was? Ja, es, würdest du Anonymität vorziehen oder schlechten Ruf? Also definitiv Anonymität. Ja. Do you feel victory when your words cause pain? Nee. So halt immer in Richtung Licht? Nee, sag jetzt auch mal nee. Das habe ich nicht verstanden, was sie da gerade gefragt hat. Wenn du jetzt wenn du irgendetwas nimmst irgendwie und du weißt ganz genau, du wirst es nicht zurückgeben. Ja, nee. Und nach dem Motto, Benny, kann ich mir mal ein Spiel von dir ausleihen? Schwierig. Ungerechtigkeit, würde ich eher sagen. Ja. Wie ist es bei dir? Ja, doch, ja. Bei Ungleichheit irgendwie muss nicht zwangsläufig dazu führen. Das ist schwer. So, was ist Sünde? Ne, sollte man, glaube ich, da jetzt erstmal fragen. Ja, aber ist Sünde nicht eigentlich was, was vom Kopf her eher gesteuert wird? Nee, guck mal angenommen, irgendwie, du hast jetzt, ich gehe mal von einem schlimmen Fall aus, Mord im Affekt irgendwie, passiert ja nicht vom Verstand her irgendwie, das ist ja. Ach so, ja, okay. Also, ja, da würde ich halt eher sagen, doch vielleicht mit dem Herzen fühlen wir, mit dem Kopf denken wir, ne, also. Kenny ist da. Ich wollte gerade sagen, Kenny ist da, fast verpasst, mega Grafik. Und Dave hat, was hat Dave geschrieben? Dave, was hast du denn geschrieben? Urlaub ja, Leben nein. Würde die
Düfte der Innenstadt vermissen. Echt? Nachbarn, die sich in 12 verschiedenen Sprachen beschimpfen, Polizei, Sirenen, Heimat. Einfach Heimat. Ja, ja, ja. Rüber. Oh. Ja, ich habe die Jucht gefunden. Okay. Ich lese mal. Und gemietet. Eine wunderschöne Frau saß am Fluss. Eine Hexe näherte sich und sagte der Frau, dass sie ein Kind bekommen würde. Die Frau begann vor Freude zu weinen. Doch als die Freude in Angst umschwenkte, konnte sie nicht aufhören zu weinen. Die Angst wurde zur Traurigkeit. Die Frau weinte weiter. Sie weinte monatelang und schlief kaum, bis ihr Kind geboren war. Doch das Weinen ließ die Frau altern und ihre Schönheit vergehen. Als ihr Sohn alt genug war, kletterte er auf den Berg, um das Haus der Hexe zu finden. Er fragte sie, ob sie seine Mutter wieder wunderschön machen könne. Die Hexe stellte dem Jungen viele Fragen. Nachdem sie die Antworten gehört hatte, erzählte sie dem Jungen, wie seine Mutter bezüglich des Kindes angelogen hatte. Der Junge verschwand und die Mutter war wieder wunderschön. Der Fies. Ethan, the point of life is not to rock the boat. Just try to get along. Stop living in your head. Do something real. That's what people respond to. Reality. Okay. Auf wieder. Was? Notiz von Ethans Mutter. Ethan, Liebling, es tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich möchte, dass du diese Notiz behältst und sie immer liest, wenn ich meine Beherrschung verliere. Ich meine es nicht so. Ich weiß, dass ich eine gespaltene Zunge habe. Mein kleiner Kumpel, mein kostbarstes Böhnchen. Kostbares Böhnchen. Du musst einfach deinen Kopf aus diesen Wolken ziehen, okay? Ich weiß jetzt nicht, ob Mama mit gespaltener Zunge wirklich diejenige sein sollte, die zu dem Sohn sagt, nimm mal den Kopf aus den Wolken. Der wahrscheinlich sich extra so eine Konstrukte überhaupt erbaut hat irgendwie, weil Mutter mit gespaltener Zunge manchmal redet. Mal so eine Theorie. Hast du Glück, dass Mutti gerade einkaufen ist und das alles nicht gehört hat, was du zu ihr sagst? Das ist natürlich nicht an Mutti gerichtet, sondern hier an Mom. So, okay, das hatten wir schon. Genau. Pack das weg. Pack das weg. Aber waren jetzt hier auch die Lichter gewesen, die wir von der Ferne aus gesehen hatten? Ich würde sagen... Ja, das kommt doch vielleicht. Hin, oder? Ja? Vielleicht. Ja, ich habe jetzt hier gerade nicht so die wirkliche Orientierung. Also nee, da hat sich auch gerade super viel verändert, weil das Haus ist ja auch super weit weg auf einmal. Also, weil der Weg ist ja auch weg. Theoretisch müsste ja wahrscheinlich da unten der See sein, also sind wir von hier irgendwo, wenn die kommen. Würde ich jetzt mal so... Ja, aber wir sind ja in unserer Fantasie ja auch genau, da ist das Haus. Also dann sind wir Richtung diesen, ja, der Leuchten hingerannt. Weil da ist ja das Haus, genau. Oder? Ja, aber ist es? Ja, das ist es, wenn er das Haus war. Genau. Da ist ja die Brücke, da ist dann das andere Ding, genau. Genau, hier hinten, ich bin hier hinten gelaufen. Tapa, tapa, tapa. Hier hinten ist der Weg. This is the way. So. Nobidi-bub. Und dann sind wir hier rechts rein. Richtung genau. Lämpchens. Richtung Lampen. So, dann geht's jetzt hier weiter. War ja ein schöner Abstecher. Aber die Melodie auch von dem Spiel, super angenehm. Also wirklich, das haben sie richtig gut gemacht. Ja, also tatsächlich ist das halt wirklich ein recht, recht chilliges Spiel mit diversen blutigen Ausnahmen irgendwie. Ja. Ich hoffe nur irgendwie, dass die Story nicht nachher so perfide ist, dass man halt so, dass man da so einen Nierenhaken von bekommt. Oh. Okay. Oh, das sieht ja krass aus. Das Haus. Eine Kirche? Sieht aber für mich unheimlich aus. Oh ja, sieht wirklich aus wie eine Kirche. Okay, ja, das hat tatsächlich so. Entweder. Das hat schon nordische Allüren irgendwie. Aber auch. Könnte auch russisch sein. Also nimmt sich ja wahrscheinlich. Jetzt betet nicht so viel irgendwie. Ah, guck mal. Im ist, späteren. Friedhof. Ah, it's a graveyard. Ja, dann. Wird es eine Kirche sein. Ja, na, ja, sehe ich doch. Fast wie eine norwegische Stabkirche. Genau. Sagt Herr Junger. So, soll ich in das grüne Labyrinth gehen oder in das rote? Willkommen bei Madison.
So, und hier ist ganz schön duster. Na, ich glaube, du musst ins grüne Labyrinth gehen. Dann leg mal ins grüne Labyrinth. Okay. Nehmen. Nehmen wir. So, haben wir jetzt Licht? Kann ich hier vorne hin? Na, ich glaube, du brauchst, wenn, dann wahrscheinlich noch sowas wie Feuerzeug oder so. Dann laufen denn die, kommen denn die Leute völlig unvorbereitet her? Ich verstehe sowas nicht. Kann man denn nicht so ein Feuer? Schade. Das wird wohl nichts. Jetzt kann man höchstens noch mal gucken, ob irgendwo auf den Bänken noch was liegt, aber. Sieht schlecht aus. Nope. Wo liegt denn nur der Klingelbeutel? Aber kriegt man eigentlich so ein bisschen Bock auf Skyrim. So. Ruhe in Frieden. Ach, guck mal. Eine deutsche Kirche. Deutscher Friedhof. So. Oh Mann, ey. Gefällt mir wirklich gut von der Grafik. Gefällt mir wirklich sehr gut. Also ich weiß, ich lobhudel die ganze Zeit schon. Aber was haben wir hier? Wir ruhen in Gott, meine liebe Frau, Tusnelda Schöneberg. Tusnelda Schöneberg, geborene Dams. Okay. Das ist doch aber, wir sind doch hier jetzt in den USA. Es gibt ja auch deutsche Auswanderer. Schöneberg, na wohl, doch, gibt ja auch eine Menge. Also ist ja tatsächlich wirklich eher ein jüdischer Name, ne? Schöneberg, Tusnelda. Ja. Vielleicht, naja, dann muss... So, okay, soll ich mir jetzt Absteine anschauen? Nee, ich würde jetzt mal so an dem Haus vorbei, so da links nochmal, genau. Also da jetzt rechts. Okay. Ein Geräteschuppen, warte mal, hier vorne ist noch irgendwas. Steine. Ja, mehr Steine, noch mehr Steine und Rindenmulch. Okay, aber hier ist auch nichts weiter. Das ist nichts und hier geht nur ein Weg weiter. Oh, immer noch ein paar Mausoleen. Das ist... Oh Gott. Und oh, hier, guck mal, eine Ölkanne. Verbrannte Streichhölzer. Ölkanne. Das Öl, runder Fleck. Öllampe. Öllampe fixieren. Yeah! Ah, und jetzt? Können wir jetzt. Na, wahrscheinlich brauchen wir noch das Glas und ein Docht und. Okay. Alles Mögliche dazu. Wo kann man hier hin? Nee, kann man natürlich nicht. Alter, oder? Was ist denn hier passiert? Alles voller Blut. Oh Gott, das ist nicht. Steine, okay. Steine, okay. Ich wollte auch gerade sagen, so. Pinsel, Eimer, Krähenkadaver, Blut als Farbe, Ritual, Krähen getötet, aufgeschnitten, Messer, Dolch, Skalpell. Fragezeichen. Okay. Keine Ahnung. Ich sehe auch nur schwarz. Ah nee, da ist ja wirklich was. Da ist. Ah, guck mal, das ist vielleicht hier in so einem. Ist das hier drin? So ein Mausoleum. Warum liegen da Steine? Na, wahrscheinlich hat das hier einer. Ich untersuch mal diese Schubkarre. Mörtel, Kelle, Ebelhaufen. Arbeit fallen gelassen. Unterbrochen. Schubkarre. Also. Wollt man jemanden, also will man da, also will man das zumauern? Na, von Wendigriff? Ich würde sagen, weil ansonsten hättest du hier wahrscheinlich halt nicht so eine Schubkarre mit Mörtel. Wenn er die einfach nur aufkloppen wollte, ich geh mal hin. Ja, mach doch. Ja, ich würde sagen, das ist das, was wir gesehen haben, ne? Ja, also ja, ich sehe nichts, aber liegt wahrscheinlich wieder an meinem Monitor. Ich schalte mal ein bisschen. Ziemlich dunkel, aber ja, ich glaube, das ist das. Ging. Was? Nothing happens. Griff, Griff. Griff? Griff, Griff. Krähe, Krähe? Ja, da auf dem. Da sind ja zwei Krähen irgendwie dran. Hey. Mach mal entspann dich. Okay. Also, wenn wir jetzt hier tote Krähen finden? Ach, guck mal hier. Das da warst du aber. In der Nähe von Frau Schöneberger. Ja, wenn ich. Geh da mal nochmal hin. Vielleicht müssen wir ja die. Also, ich gehe jetzt mal von aus, das ist eine Steinkrähe.
Ich glaube keine nicht. Richtige. Es wird jetzt keine richtige sein, oder? Ich glaube. Nee. Ich hoffe, das ist eine Steinkrähe. Das ist auch so eine Deko-Zier-Element-Dingens-Krähe. Eine Deko-Krähe? Eine Deko-Krähe. So. Hallo? Nee, da, oder? Nee, da? Wo ist denn Schöneberg? Ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt, wo du langgelaufen bist. Nee. Da könnte, aber auch nee. Hätte ich die Umrundung komplett machen müssen? Nee. Aber Schöneberg war ja auch weiter. Ist es hier? Ja, hier ist zu nah. Jetzt weiter unten rechts. Kommst du noch weiter runter? Mal angefangen. Ja, oder? Warte mal, guck mal hier. Da, ja. Guck mal. Ja, Steinkrähe, du hast recht. Aber die Steinkrähe hatte Blut an dem Schnabel. Ja, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil es ist trotzdem nur ein Stein. Was soll da jetzt passieren? Ja, da ist jemand. Was war das? Zeichen eines Kampfes. Verschiedene Fußabdrücke. Blut, Mensch, Krähe. Vielleicht ein Blut, Mensch, Krähenmann. Blutfleck. Ja, nicht, dass die Krähe genutzt wurde, um hier, weiß ich nicht, sich zu verteidigen? Sich zu verteidigen ist aber auch so schön ausgedrückt. Ja, ich versuch's immer. Für vorsätzlichen Mord. Ja. So, dann kann ich jetzt nicht hier. Warum musst du die Krähe da raufsetzen? Na, meinst du, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich denke eher drinnen, oder? Okay, ja, gut, hast du recht. Ja, weil er zeigt ja auch immer noch nach da, ja, und wir müssen da drinnen dort machen. Ja, okay. Hier hat er gesagt Krähe, dann würde ich sagen, mach mal Krähe. Ich ziehe. Und jetzt nochmal ziehen, oder? Oh. Oh. Das ist ja krass, das ist ja auch. Oh, okay, cool. Cool. Nicht so cool, Alter. Na, Kumpel, was steckt da? Steckt eine Krähe in ihm drin? Ein Krähendolch. Na klar. Das sieht mir nach Ritualmord aus. Untersuchen. Todesursache. Brustwunde. Kein Blut. Postmortal. Findet im Gesicht. Seicht. Geringe Blutung. Rückenwunde. Zeichen. Ein Angreifer. Mehrere Angreifer. Mich hier nicht berühren. Ah, okay, alles klar. Wir müssen also wieder. Ah, wieder so ein Rätsel lösen. Dinge okay. Finden. Ja. Müssen wir Dinge finden. Ich würde mal kurz mit dem Dolch hochgehen. Oh, Herr Junge sagt auch gerade, könnte Chad sein. Onkel Chad. Euch fixieren. Aha! Sehr gut, Stevie. Krass. So, das heißt, was zur Hölle wurde hier vorher getötet? Ich hoffe wirklich nur in Anführungsstrichen Krähen. Na, dann gehen wir nochmal zu dem Typen runter und fass ihn nochmal an. Wir will ihn ja anfassen. Naja, aber vielleicht haben wir ja schon die Lösung. Na, meinst du ein Ding? Ich glaube, das. Also, vielleicht sehen wir jetzt ein bisschen mehr, aber ich glaube, das wird es noch nicht gewesen sein. Ah, we see a little bit more. Okay, wir haben doch alles gefunden. Okay. Benny, du bist halt einfach ein Genie. Du bist ein Genie. Ich habe ja. Fünf Dinge? Haben wir jetzt fünf? Naja, mit Schublade, mit dem Blut, dann die Öllampe, mit dem Öl, mit dem Mörtel und so einen ganzen Kram. Da müssen wir bestimmt wieder einiges zusammensetzen. Na gut, okay. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Nein, guck mich nicht an. Aber da könnte Herr Junger recht haben, dass es Chad war. Weil hier vorne ist Chad, der mit der Glatze. Ja, das ist Mutti und das... Müsste Vater sein. Das ist Vater. Ah, genau. Okay. Weil das cool. Ist nicht Travis. Travis ist... Ja, Travis war ja der mit der Mütze. Genau. So, okay, was ist... Kontaktlinse wahrscheinlich rausgefallen. Sie hilft suchen. So, hier oben haben wir noch einen. Ach, da müssen wir das wieder so in Reihenfolge bringen, wa? Genau, richtig. Okay, Mutti und Vater... Ja, reden. Mhm. Quatschen einfach. Mhm. Und nur Mutti. Oh nein. Nee, das... Mutti und... Travis. Travis, genau. Aber... Suchen die wen oder was? Es waren
waren es keine 5 jetzt, oder? Nee, da, ich glaube hinten, wo die Blutspur noch ist, glaube ich, da müsste auch, glaube ich, noch ein Hinweis wahrscheinlich sein. Ah, weil da hinten, genau. Here it is. Wieso sonst ein Blutspur? Okay. Also, okay, Chad hat den Vater angegriffen. Und die Mutter hat geholfen. Ja. Also, den vom Papa runterzukriegen. Denn Chronologie. Ja, aber das wäre nicht der erste, oder? Das ist nee, doch natürlich nicht. Fast nee, das nee, letzte. Würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das. Der letzte? Ja, fast, würde ich jetzt sagen. Also, ich glaube, dass es angefangen hat mit Mutti und Travis, die sahen aus, als ob die irgendwen gesucht haben. Naja, aber denk dran, die Schnitte waren Postmortem. Die waren auch nur leicht. Ach so. Also, dann würde ich vielleicht sagen, war das hier die. Machen wir mal anders. Von mir aus ist die 3. Okay. Und hier vorne hat er ja sich so gebückt, so nach dem Motto, mir tut was weh. Ach so, das ist denn 4 und 5 ist quasi hier vorne? Genau. Völlig immer so. Hier. Und komm schnell mit. Jetzt ist die 5. Und die Mutti sucht erstmal und dann diskutiert sie wahrscheinlich mit Papa. Weil das ist halt die Frage. Warte, hat sie da schon die Lampe, wo sie mit Vater quatscht? Nee. Da hat sie nämlich noch nicht die Lampe. Dann ist das also die 1. Ja, dann mach aber auch die 1 und nicht die 5. Ja, ich kann die 1 nicht nehmen. Ah, oh, nee, ey, ist sie noch da und. Nein, das erste Ding ist auf 1 neu geschaltet. Ah, ja. Doch, so. Ja. Du konntest es jetzt gerade nicht weiter. Okay. Das ist denn die 2? Oh. Und jetzt visualisieren. Probier mal. Mal gucken, ob es hinhaut. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up. Giving him to the sleeper. Forever. Was? Chad wollte Ethan in dem Mausoleum betonieren. Was ist denn er für ein Arschloch? So ein Arschloch. Okay, alles klar, dann ist es andersrum. Dann ist das die 1. Ja, okay. Oh. Mir, du musst dann das andere wahrscheinlich hier, die hier. Nee, warte mal, dann ist es, dann bleibt es die 1. Aber was ist er denn? Denn ist er nicht die. Ist er die 5? Probier mal aus, mal gucken. Weil die 1 stimmt anscheinend. Weil die kannst du nicht mehr verändern. Ja, was hat denn jetzt Travis aber damit zu tun, irgendwie? Ja, vielleicht danach, weil sie dann sagt so von wegen, wir suchen nach Chad. So nach dem Motto, dass sie das verheimlicht, dass sie jetzt Chad da unten hingeschmissen haben. Na, dann müsstet jetzt. Okay, dann probier mal so. Jetzt, genau. Oh boy. Chad is putting our boy in that crypt and breaking him up. Weil Mutti rennt ja auch runter. Forever. Forever. Chad, get off of him. Nee, ist auch nicht. Nee. Dann muss hier vorne irgendwas sein mit 2 und. Also sie geht hier runter. Sie hat die. Lampe. Ach so, ne, warte mal, dann haben sie ihn jetzt hier gerade gestört beim Zumauern. Ja, genau, dann ist das 2, das 3, oder? Hinten 4 und 5 ist immer noch vorne mit Travis. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up. Giving him to the sleeper. Forever. Forever. Immer wieder. Forever. Forever. So, bitte. Los. Stimmt, hat sie erzählt mit dem Zumauern, ja. Yes. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. Oh, 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 uncool, Alter. Oh. Chad, let me see it. Get the hell away from me. Helping. Ach, deswegen der Kratzer im Gesicht. Oh, na schön, danke.
Achso, und Ethan verpisst sich und... The hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps must not sleep. Your Uncle Chad is dead. Wait. Ethan. Okay. So, dann nehmen wir mal eins da runter. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? What? My key. Nicht schon mehr die Mine. I don't know. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Okay, also jetzt heißt es dann Richtung... A sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out into the air and into the minds of his family. Ja. Kann man jetzt hier noch irgendwas... Bringt das jetzt noch was? Nee, ne? Ich glaube nur, dass... Die Geschichte ist ja erzählt, ne? Oh boy. Ah, nee. Okay, hört. Warte mal. Kannst ja zum Glück überspringen. Ethan's our boy. Dad. I need to get into the mine. Andere Perspektive. Mine? Okay. My key. I don't have it. Also, I guess I'll use the tunnel near the gate. Just, jetzt schon wieder in so eine Mine? Me, right? Das ist doch nie was Gutes. Okay. Na gut.